Gut, vielen Dank für die einleitenden Worte und auch für die Einladung. Lautstärketechnisch müsst ihr hinten protestieren, aber ich glaube, es müsste so gehen, oder? Okay. Im Sinne der Einleitung möchte ich mit einem Zitat Freuds beginnen, zum Thema oder auch nicht, das werden wir noch erörtern. Eine Frau, die an innerer Unruhe leidet, sollte einen Arzt aufsuchen oder Einkäufe tätigen. So Freud. Oder auch, es sei die Pflicht des Mannes, seine Frau vor ausführlichen sexuellen Details zu schützen, selbst wenn sie in eine medizinische Form gekleidet seien, diese ausführlichen sexuellen Details. Und weiter, eine intelligente und selbstständige Frau verdiene Lob, weil sie in dieser Hinsicht wie ein Mann sei, so Freud. 1883 schrieb er dann auch an seine Frau Martha, ich zitiere, Gesetzgebung und Brauch haben den Frauen viel vorenthaltene Rechte zu geben, aber die Stellung der Frau wird keine andere sein können, als sie ist. Und jetzt geht's weiter mit dem berühmten Zitat, in jungen Jahren ein angebetetes Liebchen und in reiferen ein geliebtes Weib. Es lassen sich zahlreiche solcher Zitate finden, mit denen man Freud, wie wir schon gehört haben, recht schnell als einen patriarchalischen Mann oder Sexisten abtun kann. Fast genauso müßig ist es dann auf der anderen Seite zu betonen, dass sich Freud für die Rechte der Frauen einsetzte, insofern als andere Analytiker 1910 die psychoanalytische Vereinigung für Frauen unzugänglich machen wollten. Oder auch zu betonen, dass er mit der Psychoanalyse einen Beruf geschaffen hat, in dem um 1930 international 30% der Analytiker und Analytikerinnen Frauen waren, während sie etwa in der Medizin 4-7% des Personals ausmachten und in der Rechtswissenschaft gar 1-5%. All das geht jedoch am Kern der Fragestellung, die uns heute beschäftigen wird, vorbei. Ein bisschen relevanter ist dann auch schon, dass Freud als erster die weibliche Sexualität als genauso ausgeprägt wie beim Mann zunächst einmal festgestellt hat. Und dies zu einem Zeitpunkt, als die sogenannte Wissenschaft Frauen noch für asexuell oder zumindest mindersexuell hielt. In Freuds Psychoanalyse erscheint die Mutter dann auch nicht mehr in der konservativen Rolle als Ernährerin und Erzieherin, sondern als sexuelles Wesen, genauer gesagt als die Urform jeder späteren sexuellen Befriedigung. Durch die Erkenntnis auch, dass Hysterie nichts mit der Gebärmutter zu tun habe, sondern mit verdrängter Sexualität und auch bei Männern vorkommt, prangerte dann Freud auch offen die Brüder und ungleiche Moral an, unter der Frauen zu leiden hatten. Doch heute soll es über all diese Dinge hoffentlich hinausgehend darum gehen, die Freudsche Weiblichkeitstheorie und dann aber auch vor allem die Diskussion der einerseits notwendigen und andererseits idiosynkratischen Kritik an dieser Theorie zu erörtern. Und mit diesen Kritikerinnen Freuds möchte ich gleich einsteigen, denn es sind vor allem die feministischen Theoretikerinnen, die mitunter schärfste Kritik an der Freudschen Psychoanalyse übten. Sie als patriarchal verteufelten, als frauenfeindlich, sexistisch und so weiter. Das heißt, ich werde jetzt kurz am Anfang einen Bogen von der Frühphase der Kritik an der Freudschen Weiblichkeitstheorie über Judith Butler und danach schlagen, um dann mit der Freudschen Weiblichkeitstheorie selber mich im Detail auseinanderzusetzen. Der Büchertisch wird auch schon rege genutzt, sehr gut. Bereits in der Frühphase der Psychoanalyse hatten von Freud sich theoretisch entfernende Psychoanalytikerinnen wie Melanie Klein und Karen Horney eigene Theorien über die Entwicklung der Weiblichkeit formuliert, in denen sie die schwerwiegenden Konsequenzen aus der Freudschen Weiblichkeitstheorie zum Teil einfach leugneten und eine frühe Ausbildung der Weiblichkeit postulierten und den Penisneid nicht als ein Wunsch des Mädchens nach einem eigenen Penis anerkannten, sondern als ein bloß sekundäres Phänomen abtaten. Der Penis sei ein libidinöses Objekt und die vaginale Empfangsbereitschaft hingegen das Primäre. Eine modifizierte Theorie der weiblichen Entwicklung setzte sich aber bei diesen freudnahen Psychoanalytikerinnen nicht durch. Viel später sollte dann Judith Butler, wie viele andere zuvor, Freuds Postulat, die Anatomie sei Schicksal, verwerfen, um ihre eigene Erklärung im entgegengesetzten Extrem anzusiedeln und das biologische Geschlecht, also Sex,
ebenso wie das Soziale, nämlich Gender, als Konstrukt zu postulieren. Sie vertrat und vertritt ja die Auffassung, dass Geschlecht ausschließlich eine soziale Kategorie darstellt, die dem Körper ein biologisches Geschlecht einschreibt. Es ist aber sehr interessant, finde ich, dass Butler meistens als auf der Psychoanalyse aufbauende Theoretikerin beschrieben wird, wo sie doch, würde ich sagen, bloß manche Bezeichnungen übernimmt. So kann das ödipale Szenario nach Butlers Interpretation auch im Gegensatz zu Freud nicht in einem bestimmten Lebensalter des aufwachsenden Kindes verortet werden, sondern in ihr, der ödipalen Situation, befinden wir uns von Anfang an. Bleibt so etwas vage. Entsprechend auch ihrer Absicht der Dekonstruktion der biologischen Zweigeschlechtlichkeit und der Verabsolutierung sowohl des positiven als auch des negativen Ödipuskomplexes spricht Judith Butler dann auch von einer ursprünglichen sexuellen Liebe des Sohnes zum Vater, welche nur aufgrund des Verbots der Homosexualität aufgegeben werde. Das heißt, Freuds Erkenntnisse über die infantile Sexualität und ihre Entwicklung von der oralen über die anale und phallische Phase wird verworfen. Beim Hinweis auf die Last der Kultur, welche mit der Ausbildung des Über-Ichs verinnerlicht wird, ein zentrales Motiv in der freudschen Psychoanalyse, da fehlt bei Butler die relativ zentrale, würde ich sagen, Rolle der Ekelschranke, die überwunden werden muss, die Rolle des Inzesttabus und der Aufgabe der polymorph-perversen Sexualität. All das spielt bei Butler kaum oder gar nicht eine Rolle, nur das Verbot der Homosexualität wird betont. Und dadurch also diese Zurichtung des Individuums in unserer Gesellschaft auf den Zwang zur nicht biologisch begründeten Zweigeschlechtlichkeit reduziert. Diese ganze Problematik, warum Mann und Frau mit der genital fixierten Sexualität, also einer zugerichteten Sexualität, die mit diesen, wie Freud das schön nannte, polymorph-perversen Lustbefriedigungsaspekten nichts mehr oder kaum mehr was gemein hat, all das fällt dann in dieser Erklärung weg. Im Anschluss an solche dekonstruktivistischen Ansätze in der Geschlechterdebatte der 90er Jahre stellt sich also danach die Frage nach ihrem Einfluss und nach ihrer Übertragbarkeit auch auf die psychoanalytische Theoriebildung heute. Zum Glück führt die Frage nach der Relevanz der Theorie für die analytische Situation, also für die Psychoanalyse als Therapie, zu der Erkenntnis, dass die völlige Auflösung der Geschlechtergrenzen nur bei Gedankenexperimenten, nicht jedoch in der realen Therapiesituation betrieben werden kann. Es blieb also die Frage, oder es bleibt die Frage, wie die weibliche Subjektentwicklung am akkuratesten zu fassen wäre, um einen sinnvollen Weg zur Emanzipation zu suchen. Viele Theoretikerinnen geben dabei vor, sich auf dem Boden der psychoanalytischen Erkenntnisse zu bewegen und nur Freuds frauenfeindliche Prämissen bereinigen zu wollen. Dabei bereinigen sie auch, wie auch schon in der Einleitung angedeutet, oftmals all die unbequemen, revolutionären Erkenntnisse Freuds, wie die entscheidende Rolle des Unbewussten oder des Lustprinzips, sowie die Entdeckung der infantilen Sexualität. Auf diese Mechanismen der Bereinigung der unbequemen Teile der Psychoanalyse möchte ich jetzt im Detail zu sprechen kommen. Entsprechend dem feministischen Bild der neuen Frau, des neuen Mädchens, das selbstbewusst auftritt, also neu im Sinne der Zeit der neuen Frauenbewegung, wurden dann von der Psychoanalyse analysierte unbewusste Phänomene, Komplexe, verdrängte Gefühle etc. zu bewussten Handlungen umgedeutet. So unterstellte schon die amerikanische Feministin Kate Millett in ihrem Buch Sexus und Herrschaft, Freud beschreibe, was Mädchen irrtümlich glauben. So erwartet, schreibt Millett nach Freud das kleine Mädchen, dass der Vater sich großzügig erweist und ihr einen Penis gibt. Auch fragt sie, welche Faktoren in ihrem Erfahrungsbereich, in der Gesellschaft und im Sozialisierungsprozess haben das Mädchen dazu veranlasst, sich als ein unterlegenes Wesen anzusehen. Also all diese Verben deuten auf ein bewusstes Vorgehen. Die Mädchen sehen sich als unterlegen an, sie glauben dieses oder jenes. Das eben steht im Gegensatz zu den Beschreibungen dieser Prozesse als unbewusst in Freuds Theorie. Die amerikanische Psychoanalytikerin und Soziologin Nancy Shodrow beschreibt dann in ihrem Buch Das Erbe der Mütter auch den Ödipuskomplex bei Mädchen als etwas Bewusstes.
ich zitiere Nancy Shodrow, außerdem lösen Mädchen ihren Ödipus-Komplex nicht auf die gleiche Art wie Knaben. Sie verdrängen weder, noch geben sie ihre präödipale und ödipale Liebe zur Mutter und ihre ödipale Liebe zum Vater absolut auf. Während ihres Aufwachsens beschäftigen sich Mädchen also mehr als Knaben mit verinnerlichten Objektbeziehungen. Also man beschäftigt sich mit verinnerlichten Objektbeziehungen. Hier wird also eine Bewusstheit auch des Ödipus-Komplexes signalisiert, die ja auch schon, weiß ich nicht, in berühmten Filmbeispielen etwa schön auf die Schaufel genommen wird. Ich weiß nicht, die meisten kennen wahrscheinlich den netten Film Reine Nervensache, wo Billy Crystal dem Mafioso Robert De Niro erklärt, alle seine Probleme haben mit seinen verdrängten Gefühlen für seine Mutter zu tun und erklärt ihm, was der Ödipus-Komplex ist. Robert De Niro darauf, meine Mutter, haben Sie meine Mutter schon mal gesehen? Also wenn man sich das vorstellt, dass das alles bewusste Prozesse wären, die man als Kind so durchläuft, sieht man, naja, in diesem Willen nach einer Deutung des Mädchens als selbstbewusst geht da einiges vielleicht durcheinander. Giorgio lehnt dann aber auch nicht nur das Unbewusste ab, sondern auch die Vorstellung von Sexualtrieben als etwas Schmutziges, Niederes. Und dann kommen immer so Formulierungen wie in solchen Theorien, und dieses solche ist dann immer so ein bisschen schmuddelig abwertend gemeint. In solchen Theorien, so Giorgio, werden Menschen, in diesem Fall Frauen, als Anhängsel ihrer Triebe und Geschlechtsteile betrachtet. Und auch die New Yorker Psychoanalytikerin Jessica Benjamin stimmt in diese Verdonnerung Freuds als sexual fixiert ein und wirft ihm eine Subjektivierung der Frau und Mutter vor, weil Freud sie als Liebesobjekte darstelle, während er Männer als Subjekte bezeichne, so die Unterstellung von Benjamin. Und das Spannende ist hier, dass es so wirkt, als würde der Feminismus hier jedes Wissen von der Psychoanalyse überdecken. Benjamin als Psychoanalytikerin müsste eigentlich wissen, dass hier die heutige Bedeutung des Wortes Sexualobjekt im Alltagssprachgebrauch als abwertend und körperfixiert auf die psychoanalytische Bedeutung projiziert wird. Benjamin spricht ja dann vom unglücklichen Aspekt des freudschen Begriffs Objektliebe und sagt, Knaben müssten die Mutter abwerten und sich mit dem Vater verbünden, um sich der Mutter überlegen zu fühlen. Sie, die Mutter, soll bestenfalls ein begehrtes Objekt sein, das er, der Knabe, nicht besitzen darf. Freud hingegen verwendet diesen Begriff Liebesobjekt nicht im Gegensatz zum Subjektbegriff. Objekte sind für Freud auch nicht nur Mütter bzw. Frauen, sondern ebenso natürlich Männer. Auch wird das Sexualobjekt laut Freud keinesfalls abgewertet, sondern überschätzt. Er spricht von der logischen Verblendung und der Urteilsschwäche angesichts der seelischen Leistungen und Vollkommenheiten des Sexualobjekts. Das heißt, man kann dann sozusagen in einer Beziehung von einer Sexualüberschätzung sprechen, im psychoanalytischen Termini, wo man eben dem Partner all seine Fehler nicht nur verzeiht, sondern diese überhaupt nicht wahrnimmt aufgrund der Sexualüberschätzung. Wiederum geht hier vielleicht mit Benjamin der Wunsch durch, Sexualobjekte als etwas Abgewertetes darzustellen. Kontrollverlust und Verwischung der Grenzen zwischen sich selbst und dem anderen werden als den Zielen der modernen Frau widersprechend abgelehnt, was irgendwie zwangsläufig in vielen dieser Schriften zu bewusster oder unbewusster Lustfeindlichkeit zu führen scheint. Auch unsachliche Angriffe auf Freud sind in der feministischen Literatur ebenso gang und gäbe. Lisa Pignanesi und John Forrester zum Beispiel schreiben in Die Frauen Sigmund Freuds, also ein Titel, der nicht zufällig an, wie war das, Hitlers Frauen und so weiter, an diese tollen Schlagworte, schon einen Titel erinnert. Also sie schreiben in Die Frauen Sigmund Freuds, Freuds Interpretationen, und die Anführungszeichen sind mal im Original, würden erregten, bedrohlichen Penissen gleichen. Und er würde seine Überlegungen im Tonfall eines verletzten Liebhabers, eines gescheiterten Verführers anstellen. Auf ähnlichem Niveau findet sich das dann auch bei der Inhaberin des Psychoanalyse-Lehrstuhls in Frankfurt, bei Christa Roth-Daxer wieder. Sie schreibt über die Psychoanalyse, an ihrer Wiege steht ein Mann, der seine hysterischen Patientinnen kuriert, indem er ihnen mit Hilfe einer sanften Druckprozedur ihre sogar ihnen selbst verborgenen Geheimnisse entlockte. Geheimnisse, zu denen er so weit wie möglich,
Original vorzudringen versuchte, auch gegen den Widerstand seiner Patientinnen. Und bei dieser Analyse entspräche also die Rollenverteilung dem gesellschaftlichen Machtgefälle zwischen den Geschlechtern, in dem es selbstverständlich war, dass der Mann den Dietrich im Original zur Geschichte der Frau besitzt und damit das Instrumentarium, um diese zu erschließen. Also das heißt, verschiedene Autorinnen ergehen sich in Fantasien über Freuds Überwältigungen seiner Patientinnen. Auch Ruth Daxter vertritt in mehreren Werken die Hypothese, dass die Psychoanalyse dazu da sei, die Frau dem Mann zu unterwerfen, weil bei Freud angeblich das Ich dem Mann und das Es der Frau entspräche. Ist doch, so Ruth Daxter, die Psychoanalyse, laut Freud ist die Psychoanalyse ein Werkzeug, welches dem Ich die fortschreitende Eroberung des Es ermöglichen soll. Und damit unterstreicht Freud die Wichtigkeit der Entwicklung einer autonomen, vernunftbegabten, selbstreflexiven Instanz des Ichs. Und Ruth Daxter folgert aber daraus, ich zitiere aus ihrem Werk von 1991, die Psychoanalyse ist ein Werkzeug, welches dem Ich, also dem Mann, die fortschreitende Eroberung des Es, also der Frau, ermöglichen soll. Das heißt, mit dieser Gleichsetzung sollte dann alles klar sein. Ist es aber nicht, weil das wirklich nicht in eins zu setzen ist und sich in den freudschen Werken keinerlei Hinweise darauf finden, trotz all der Probleme, auf die ich später noch zu sprechen kommen werde. Auch die Entdeckung der infantilen Sexualität betrachten viele Kritiker und Kritikerinnen, vor allem Freud, mit idiosynkratischem Misstrauen, mit der abfälligen Bemerkung, bei ihm drehe sich alles nur um Sex und das sei einfach ein überholter, veralteter Standpunkt. Andere Beweggründe seien doch mindestens genauso wichtig. Interessanterweise hat aber auch schon Freud selbst diese Abwehr des Unbewussten und die Abwehr der kindlichen Sexualität miteinander verglichen. Ich zitiere also Freud: Ich sehe da eine nicht uninteressante Parallele. Während für die meisten bewusst und psychisch dasselbe ist, waren wir genötigt, eine Erweiterung des Begriffs psychisch vorzunehmen, auch das Unbewusste, und ein psychisches anzunehmen, das nicht bewusst ist. Und ganz ähnlich ist es, wenn die anderen sexuell und genital für identisch erklären, während wir nicht umhin können, ein sexuell gelten zu lassen, das nicht genital ist, nichts mit der Fortpflanzung zu tun hat. Soweit Freud. Die amerikanische Feministin Betty Friedan will dann zum Beispiel die Sexualtriebe durch das Bedürfnis nach Wachstum ersetzen und sagt: Heute sind Biologen, Sozialwissenschaftler und eine ständig wachsende Zahl von Psychoanalytikern in dem Bedürfnis oder dem Impuls, zu menschlicher Reife zu gelangen, ein ebenso primäres und grundlegendes menschliches Bedürfnis wie im Geschlechtstrieb. Die orale und die anale Phase, die Freud in Kategorien der sexuellen Entwicklung beschrieb, werden jetzt als Stadien des menschlichen Reifungsprozesses angesehen. Wenn die Zähne wachsen, kann der Mund sowohl beißen als auch saugen, so Friedan. Auch das Gehirn und die Muskeln entwickeln sich. Das Kind lernt Kontrolle, Beherrschung, erwirbt Verständnis und ein Bedürfnis zu reifen und zu lernen kann ebenso wie sein sexuelles Bedürfnis im Alter von 5, 25 oder 50 Jahren befriedigt, geleugnet, gehemmt, geweckt oder gefördert werden. Zitat Ende. Das heißt, Friedan entwirft hier die Vorstellung von einem Reifungstrieb. Das Konstatieren eines Bedürfnisses, zu menschlicher Reife zu gelangen, legt wiederum einen bewussten Wunsch des Kindes nahe. Doch bereits Freud schrieb über den sogenannten Wisstrieb Folgendes, ich zitiere: Um dieselbe Zeit, da das Sexualleben des Kindes seine erste Blüte erreicht, also vom 3. bis zum 5. Jahr, stellen sich bei ihm auch die Anfänge jener Tätigkeit ein, die man dem Wiss- oder Forschertrieb zuschreibt. Der Wisstrieb kann weder zu den elementaren Triebkomponenten gerechnet, noch ausschließlich der Sexualität untergeordnet werden. Wir haben aus der Psychoanalyse erfahren, dass der Wisstrieb der Kinder unvermutet früh und in unerwartet intensiver Weise von den sexuellen Problemen angezogen, ja vielleicht erst durch sie geweckt wird. Das heißt, diese Wisstrieb-Aspekte sind sozusagen als ja, etwas Verwandtes, aber auf keinen Fall Vorgelagertes dem Sexualtrieb von Freud schon diagnostiziert worden. Auf jeden Fall nicht als Primärtrieb. Die New Yorker Psychoanalytikerin
Jessica Benjamin hingegen kritisiert dann die Freudsche Entdeckung der infantilen Sexualität gar nicht explizit, sondern schreibt sie vielmehr kommentarlos um. Also auch so ein Mechanismus des Umgangs mit diesen unbequemen Elementen. Sie schreibt, also Jessica Benjamin, in Freuds Rekonstruktion beruhe die erste Beziehung, also des Kindes zur Mutter, auf dem oralen Trieb. Die Beziehung des Babys zur Welt war also nur durch sein Bedürfnis nach Nahrung und Tröstung bestimmt, repräsentiert in der Mutterbrust. Das heißt, sie verwendet wieder diesen freudschen Terminus vom oralen Trieb, verliert aber kein Wort darüber, dass er dieser orale Trieb, irgendetwas mit Lust oder gar Sexualität zu tun hätte. Und dann hat sie erstmal die Theorie der infantilen Sexualität so kommentarlos bereinigt, glaubt sie dann Freuds Theorie durch die banale Feststellung widerlegen zu können, dass eine Trennung von den Eltern die emotionale und soziale Entwicklung des Säuglings schwer beeinträchtige. Naja, natürlich. Dabei hat Freud das aber auch nie bestritten. Er schreibt über die Objektwahl des Kindes, ich zitiere, die ersten autoerotischen sexuellen Befriedigungen werden im Anschluss an lebenswichtige, der Selbsterhaltung dienende Funktionen erlebt. Personen, welche mit der Ernährung, Pflege, dem Schutz des Kindes zu tun haben, werden zu den ersten Sexualobjekten. Also ja, natürlich wäre eine Trennung von den Eltern recht katastrophal. Benjamin unterstellt aber Freud nicht nur fälschlicherweise, dass für ihn die Bindung beim Säugling sekundär sei, da vom Verlangen nach oraler Befriedigung abhängig, sondern sie behauptet überdies, dass die Bindung während der Freudschen Theorie sie als sekundäres Phänomen behandelt und als anaklitisch, Benjamin behauptet also, dass die Bindung, die Freudsche Theorie als sekundäres Phänomen behandelt und als abhängig vom Verlangen nach oraler Befriedigung definiert, tatsächlich als eine von solchen Bedürfnissen unabhängige Verhaltensform beobachtet werden kann. Das heißt, immer wieder ist in feministischen Schriften von solchen Bedürfnissen, wie soeben vorgelesen, von solchen Theorien etc. die Rede. Die Lust und der Sexualtrieb werden also mit abfälligen Bemerkungen belegt, was darauf hinausläuft, dass Freud, wie schon angedeutet, von sexuellen Dingen besessen gewesen sei, während man eigentlich andere, und es schwingt immer so mit, sauberere Aspekte betonen müsse. Gut, ich hoffe, ich habe jetzt einfach einige Theoretikerinnen rausgepickt. Natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber von den Mechanismen her gibt das, glaube ich, ein ziemlich vollständiges Bild der idiosynkratischen Auseinandersetzung. Auf die andere komme ich gleich noch zu sprechen. Und möchte jetzt aber so als Brücke kurz mich selber auch mit der Darstellung der freudschen Weiblichkeitstheorie hier auseinandersetzen. Denn trotz all dieser ins Leere greifenden Kritik und auch den fehlgeschlagenen Modifikationsversuchen der freudschen Psychoanalyse darf keineswegs abgestritten werden, dass der freudschen Weiblichkeitstheorie eine biologistische Setzung zugrunde liegt. Nach einer kurzen Darstellung und Kritik der freudschen Annahmen will ich also fragen, welche Auswirkungen dies auf die Errungenschaften der Psychoanalyse hat. Und ob die Psychoanalyse dennoch für eine Analyse des Geschlechterverhältnisses nützlich oder vielleicht sogar unabdingbar ist. Die Freudsche Theorie der weiblichen Sexualität beginnt ja mit der Annahme, dass bei der infantilen Entwicklung der Sexualität, also der schon erwähnten oralen, analen, phallischen Phase und dem Ödipuskomplex, dass also diese infantile Sexualität bei Mädchen genauso, also spiegelbildlich, einfach umgekehrt zu der von Knaben verlaufe, so Freud in seinen Frühschriften. Freud beschreibt also die frühkindliche Sexualität des Mädchens als männlich, also die frühkindliche Sexualität des Mädchens als männlich, sprich aktiv. In der phallischen Phase verfolgt der Knabe wie das Mädchen zunächst aktiv seine Triebziele. Das Spiel mit dem phallischen Genital, dem Penis oder der Klitoris, bringe Befriedigung. Und dann ab einem gewissen individuell unterschiedlichen Zeitpunkt entdecke das Mädchen, dass der Knabe etwas besitzt, was das Mädchen nicht hat, nämlich den Penis. Diese Erkenntnis stellt laut Freud eine narzisstische Kränkung dar. Das Mädchen entwickelt den berühmten Penisneid, aus dem sich zwei folgenschwere Konsequenzen ergeben, laut Freud. Das Mädchen macht die Mutter für seinen Penismangel verantwortlich und verzeiht ihr diese Benachteiligung nicht.
sondern gibt ihr die Schuld an der eigenen Minderwertigkeit. Es wendet sich also von der Mutter dem ersten Liebesobjekt ab und taucht in den ödipalen Hafen ein, wie das bei Freud heißt. Das heißt, der Vater wird zum neuen Liebesobjekt. Das ist die erste Konsequenz, diese Abwendung von der Mutter, die Schuld sei. Die zweite Konsequenz des Penisneids, neben diesem Liebesobjektwechsel, ist für Freud die Abwendung von der Klitoris, die verglichen mit dem Phallus des Knaben als minderwertig gesehen, eben nicht gesehen wird, sondern unbewusst wahrgenommen wird. Der Vergleich mit den Verhältnissen beim Knaben sagt uns, so Freud, dass die Entwicklung des kleinen Mädchens zum normalen Weib die schwierigere und kompliziertere ist. Während der Knabe immer die Mutter zum Liebesobjekt hat, findet beim Mädchen erstens eine Abkehr von der Mutter zum Vater statt und zweitens gibt es im Gegensatz zum Knaben das erste von ihm entdeckte Genital, die Klitoris, als mangelhaft und minderwertig auf und wendet sich einem zweiten zu, der Vagina. Prinzipiell öffnet diese Entdeckung seiner Kastration, wie Freud schreibt, dem Mädchen drei Entwicklungsrichtungen. Die eine führt zur Sexualhemmung oder zur Neurose, die nächste zur Charakterveränderung im Sinne eines Männlichkeitskomplexes, die letzte endlich zur normalen Weiblichkeit. Durch den Verzicht, so Freud, mit dem so viel besser ausgestatteten Knaben in seiner Selbstliebe gekränkt, verzichtet es auf die masturbatorische Befriedigung an der Klitoris, verwirft seine Liebe zur Mutter und verdrängt dabei nicht selten ein gutes Stück seiner Sexualstrebungen überhaupt. Zitat Ende. Das heißt, wendet sich laut Freud das Mädchen nicht von ihrer klitoralen Sexualität ab, leidet sie es an einem Männlichkeitskomplex. Gibt es jedoch ihre Klitorale oder die Sexualität überhaupt auf, so wandelt sich das Mädchen folgendermaßen, Zitat wieder Freud, mit dem Aufgeben der klitoridischen Masturbation wird auf dem Weg jedes normalen Mädchens zu ihrer Weiblichkeit auf ein gutes Stück Aktivität verzichtet. Die Passivität hat nun die Oberhand, die Wendung zum Vater wird vorwiegend mit Hilfe passiver Triebregungen vollzogen. Der Wunsch, mit dem sich das Mädchen an den Vater wendet, ist wohl ursprünglich der Wunsch nach dem Penis. Die weibliche Situation ist aber erst hergestellt, wenn sich der Wunsch nach dem Penis durch den nach dem Kind ersetzt. Ganz besonders aber, wenn das Kind ein Knäblein ist, das den ersehnten Penis mitbringt. Zitat Ende. Gut. Also, ja, soweit so gut oder kritisierenswert, kommt gleich. Erörtern wir also nun die Folgen der weiblichen Entwicklung, wie sie sich für Freud darstellen. Er sieht den Penisneid als Pendant zum Kastrationskomplex des Knaben an. Das Mädchen sieht, dass es im Gegensatz zum Knaben keinen Penis hat und erkennt sich als bereits kastriert an. Das Mädchen kommt also durch den Penismangel in den ödipalen Hafen. Zitat Freud. Während der Ödipuskomplex des Knaben am Kastrationskomplex zugrunde geht, wird der des Mädchens durch den Kastrationskomplex ist gleich Penisneid ermöglicht und eingeleitet. Aufgrund der Erkenntnis von der Minderwertigkeit des eigenen Genitals wendet sich also das Mädchen von der Mutter ab und dem Vater zu. Die Kastrationsangst, die Furcht des Knaben vor der Rache des übermächtigen Rivalen um die Mutter, nämlich des Vaters, ist für Freud das Hauptmotiv für die Überwindung des Ödipuskomplexes beim Knaben. Die Anerkennung der väterlichen Autorität ist also die symbolische Kastration, aus der das Über-Ich entsteht. Da das Mädchen aber seine Kastration bereits vor der ödipalen Phase akzeptierte, hat es keine Angst vor der Kastration durch die Mutter, muss sich also nicht mit ihr identifizieren und hat auch kein Motiv, den Ödipuskomplex zu überwinden. Zitat Freud, die Bildung des Über-Ichs des Mädchens muss unter diesen Verhältnissen leiden. Es kann nicht die Stärke und Unabhängigkeit erreichen, die ihm seine kulturelle Bedeutung verleihen. Frauen haben demnach ein schwächeres Über-Ich als Männer, so Freud. Außerdem sind sie neidischer. Freud schreibt den Neid also qua Geschlecht den Frauen zu. Zitat, auch wenn der Penisneid auf sein eigentliches Objekt verzichtet hat, hört er nicht auf zu existieren, erlebt in der Charaktereigenschaft der Eifersucht mit leichter Verschiebung fort. Da alle Frauen als Mädchen Penisneid empfinden, sind sie also später zwingend eifersüchtiger als Männer. Frauen sind laut Freud auch in der Folge weniger zur Sublimierung fähig und zeichnen sich aufgrund ihrer schwierigen Frauwerdung durch psychische Starrheit aus. Soweit die Zusammenfassung der
Freudschen Weiblichkeitstheorie ganz kurz, ohne auf die Details in den verschiedenen Phasen jetzt wirklich eingehen zu können. Natürlich ergeben sich aus der Darstellung, so wie ich das jetzt kurz angerissen habe, einige, wenn nicht zahlreiche Kritikpunkte. Weiblich zu sein heißt laut Freud also zwingend ein Mangelwesen zu sein. Das weibliche Geschlecht entsteht bei ihm durch die Anerkennung seiner Minderwertigkeit. Die Klitoris wird als unreif, die passive Vagina als natürlich weiblich gesehen. Das heißt, Freud erklärt alle beobachteten Charakteristika der Frau biologistisch aus ihrer narzisstischen Kränkung über den Penismangel. Seine Theorie über die Abwendung von der Klitoris aufgrund ihrer angeblichen Minderwertigkeit bedeutet weiter, dass jede Frau, die klitoral masturbiert, einen Männlichkeitskomplex hat. Und die Behauptung, die vaginale Sexualität sei die der normalen Frau entsprechende, erwies sich tatsächlich als folgenschwerer Mythos, der auch lange Zeit gebraucht hat, um als solcher akzeptiert zu werden. Des Weiteren folgt aus der Freudschen Theorie, dass die Passivität der Frau in ihrer Natur liege. Freud schreibt zwar einerseits, die Frau als passiv zu bezeichnen sei nur ein Zugeständnis an die Konvention, und er sei sich des Einflusses der sozialen Ordnung durchaus bewusst, der das Weib gleichfalls in die passive Situation drängt. Also der Einfluss der sozialen Ordnung drängt das Weib in die passive Situation. Doch irgendwie sieht er in der Konvention offenbar nicht den einzigen Grund für seine Behauptung. Denn Freud hatte zuvor gewarnt, Weiblichkeit allzu leichtfertig mit Passivität, Männlichkeit mit Aktivität gleichzusetzen. Aber schließlich, darauf weist diesmal Jessica Benjamin auf einen wichtigen Punkt hin, schließlich war er aber doch überzeugt, dass der schwierige Weg zur Weiblichkeit im Hinnehmen der Passivität kulminiere. Diese normale weibliche Entwicklung, also jede gelungene Entwicklung, bedeutet für Freud, passiv und feminin masochistisch zu sein. Der feminine Masochismus tritt laut Freud dann unserer Beobachtung als ein Ausdruck des femininen Wesens entgegen. Und Freud diskutiert das bezeichnenderweise am Beispiel eines Mannes. Man mache nämlich leicht die Entdeckung, dass die masochistischen Fantasien die Person in eine für die Weiblichkeit charakteristische Position versetzen, also kastriert werden, koitiert werden oder gebären bedeuten, so Freud. Das heißt, und hier möchte ich ausnahmsweise Margarete Mitchell nicht zustimmend zitieren, was bei der Frau als natürlich angesehen wird, gilt beim Mann als Perversion. Soweit die Zusammenfassung dieses, naja, es ist irgendwie Konvention, aber irgendwie doch auch das, wo die normale Frau sich hinentwickeln sollte. Freud wertet zwar Perversionen nicht als etwas zu Verurteilendes, aber Masochismus, den er bei Männern als pervers beschreibt, erachtet er bei den Frauen als natürlich. Das heißt, hier macht Freud, und dazu wird es jetzt noch einige Beispiele geben, er macht eine richtige Beobachtung, nämlich dass die Frauen im Allgemeinen weitaus stärker als Männer zum Masochismus neigten und nach wie vor neigen, muss man eigentlich konstatieren. Allerdings begründet er dieses Phänomen mit der Natur der Frau, also letztlich mit der Tatsache, dass Frauen ohne einen Penis auf die Welt kommen. Was machen wir nun damit? Also ich will jetzt versuchen, trotz der langen Tradition misslungener Kritik, die ich anfangs dargestellt habe, nun eine modifizierte Theorie der Genese der Geschlechter anzureißen. Dazu will ich den frühen Einfluss betonen, den die unterschiedliche Erziehung und das Verhalten der Eltern gegenüber Knaben und Mädchen auf ihr Verständnis von Männlichkeit und Weiblichkeit haben. Paradoxerweise finden sich bei all den oben zitierten und kritisierten Kritikerinnen Freuds auch sehr wertvolle Hinweise zu diesem möglichen Weg einer Modifikation. Sie werden jedoch fast zur Gänze von den zitierten idiosynkratischen Momenten überlagert. Mitscherlich betont also zum Beispiel, dass man die Wirkung traditionsbedingter generationenalter Identifikationen und Wertvorstellungen der Eltern, vor allem der Mutter, auf die frühe Entwicklung des Mädchens nicht unterschätzen darf. Bereits in der analen Phase, also sehr, sehr früh, werden dem Jungen im Allgemeinen Aggressionsausbrüche eher erlaubt als dem Mädchen, von dem man schon jetzt erwartet, dass es seine aggressiven Tendenzen einschränkt und zunehmend nach innen wendet. Der Penisneid entsteht hauptsächlich durch Beobachtung der größeren Freiheiten des Knaben. In diese Richtung möchte ich nun gehen.
und diese These argumentieren. Die infantile Schau- und Zeigelust, bei der der Knabe im Vorteil ist, und der Umstand, dass dem Knaben erlaubt, ja gelehrt werde, beim Urinieren sein Glied anzufassen, was das kleine Mädchen als Onaniererlaubnis deute, all das führe zu einem verständlichen Neid auf den Knaben und seine für das kindliche Erleben bessere genitale Ausstattung, wiederum Mitscherlich, Zitat. Das heißt, Mädchen nehmen die größeren Freiheiten der Knaben wahr, aber bringen sie dann unbewusst mit dem in Zusammenhang, was sie nicht besitzen, dem Penis. Sie beneiden ihre männlichen Geschwister und Spielgenossen tatsächlich, jedoch nicht einfach um den Penis als das bessere Genital willen, sondern weil dieser unbewusst die größeren Freiheiten des Knaben repräsentiert. Das würde dann nahelegen, auch statt diesem Begriff des biologistisch verankerten Penisneids den Begriff des Phallusneids zu verwenden, welcher darauf hindeutet, dass der Penis als Symbol für etwas steht. Kate Millett betont die gesellschaftliche Bedingtheit dieses Penisneids. Die Mädchen seien nämlich von konkreten Beweisen jener männlichen Überlegenheit umgeben und bekommen von überall die Herabwürdigung ihres Geschlechts zu spüren. Aus diesem Grund beneiden die Mädchen die jungen Männer nicht um ihren Penis, sondern um das, was Männlichkeit an gesellschaftlichen Vorteilen bietet. Wir wissen, dass nach wie vor heute sehr oft Mädchen von frühester Kindheit an zu passivem, introvertierten, nicht aggressiven Verhalten erzogen werden. Die passiv-aggressive, also die masochistische, abhängige und leidensbereite Haltung der Frau wird durch diese geschlechtsspezifische Sozialisation begünstigt, die dem Mann nach wie vor Aggression, Selbstbehauptung, Gefühlsabwehr offen zugesteht, der Frau aber unverändert, wenn auch manchmal nur mehr unbewusst, die Rolle der sich anpassenden, gefühlvollen und dienenden zuweist. Bereits bei ersten Individuationsversuchen fällt es manchen Müttern schwerer, auf die altersentsprechenden Trennungswünsche ihrer Töchter einzugehen, als auf die ihrer Söhne. Die Sozialisation beginnt, das heißt, traditionelle Rollenvorschriften beeinflussen zunehmend das elterliche Verhalten ihren Kindern gegenüber und formen damit das Triebschicksal, den Umgang des Kindes mit seinen Trieben. Mitscherlich zeigt in weiterer Folge auch, dass es keine männlichen und weiblichen Triebe gäbe, sondern nur anerzogene Unterschiede in der Art, mit ihnen umzugehen. Also dieser Begriff des Triebschicksals wäre hier zentral. Wenn der Penisneid aber erst eine Reaktion auf die ungleiche Erziehung ist, dann muss das Nichtvorhandensein eines Penis bei Mädchen nicht biologisch zwingend zu Minderwertigkeitsgefühlen führen. Denn eben Eltern verhalten sich immer noch tendenziell unbewusst unterschiedlich zu ihren Töchtern und Söhnen, aber es ist ein entscheidender Unterschied festzuhalten, dass die verinnerlichten Rollen auch qualvoll bewusster gemacht und folglich sich verändert werden können. Das würde ich sagen, ist wirklich ein Unterschied ums Ganze. Ich ziehe diese Formulierung zurück. Eine Modifikation der Freudschen Theorie über die Weiblichkeit ist also notwendig, weil der Penisneid der Mädchen nicht, wie Freud annahm, eine natürliche, zwangsläufige Neidreaktion sein kann, sondern vielmehr ein unbewusstes Reagieren auf die größeren Freiheiten des Knaben. Gut, das heißt, nach dieser Kritik und einem kurz angerissenen Versuch der Richtung, in die eine Modifikation gehen könnte, will ich jetzt kurz darauf noch eingehen, was das Wichtige und was die zentralen und richtigen Aspekte seiner Analyse der Situation von Frauen sind. Die auch schon vorher zitierte Rodaxer verortet das Problem folgendermaßen. Die weibliche Psyche ist nach wie vor von den Spuren des jahrtausendealten Unterdrückungszusammenhangs gezeichnet, der als internalisierte Struktur auch dort noch weiterwirkt, wo diese Strukturen äußerlich entfallen sind. Das heißt, auch Adorno geht in eine ähnliche Richtung, ohne es jetzt auf das Geschlechterverhältnis bezogen zu haben. Die reale Erfahrung der Ohnmacht kann nicht zugelassen werden und wird zu einem unbewussten Gefühl sedimentiert. Wertvoll zur Erklärung der Reaktion auf die Triebunterdrückung ist vielmehr mehr als diese Kategorie des femininen Masochismus, die ich vorher dargestellt und ein bisschen lächerlich gemacht habe, ist die Kategorie des moralischen Masochismus, wer das nennt.
Zitat Freud, die Rückwendung des Sadismus gegen die eigene Person ereignet sich regelmäßig bei der kulturellen Triebunterdrückung, welche einen großen Teil der destruktiven Triebkomponenten der Person von der Verwendung im Leben abhält. Man kann sich vorstellen, dass dieser zurückgetretene Anteil des Destruktionstriebes als eine Steigerung des Masochismus im Ich zu Vorschein kommt, so Freud. Nur so kann man verstehen, dass aus der Triebunterdrückung ein Schuldgefühl resultiert und dass das Gewissen umso strenger und empfindlicher wird, je mehr sich die Person der Aggression gegen andere enthält. Da also, wie vorher dargestellt, bei Mädchen von frühester Kindheit an nach außen hin aggressives Verhalten weniger toleriert wird als bei Knaben, ist auch die Triebunterdrückung größer. Daraus erklärt sich auch der immer noch gehemmtere, von Schuldgefühlen geplagte Umgang mit Sexualität. Freud sagt dazu, ich hatte oftmals vorher den Eindruck gewonnen, dass das Weib im Allgemeinen die Masturbation schlechter verträgt als der Mann, sich öfter gegen sie sträubt und außerstande ist, sich ihrer zu bedienen. Also einerseits sehen wir hier das unpassend scheinende Vokabular vom Weib, aber wenn wir in der Lage sind, darüber hinwegzusehen, schreibt er 1925 über die Masturbation der Frauen. Und die wichtige Tatsache, dass Frauen in der Regel immer noch größere Schwierigkeiten als Männer haben, ihre Sexualität frei auszuleben, ohne dass sie dabei Schuldgefühle ausgeprägt an den Tag legen würden. Und seine Erkenntnis erweist sich auch als unverzichtbar, dass die häufigen Neurosen bei Frauen aufgrund der rigiden Sexualmoral zustande kommen. Zitat Freud. Die Erfahrung zeigt, dass die Frauen unter den Enttäuschungen der Ehe an schweren und das Leben dauernd trübenden Neurosen erkranken, dass im Gegenteil ein Mädchen recht gesund sein muss, um die Ehe zu vertragen. Das Heilmittel gegen die aus der Ehe entspringende Nervosität wäre vielmehr die eheliche Untreue. Je strenger eine Frau erzogen ist, je ernsthafter sie sich der Kulturanforderung unterworfen hat, desto mehr fürchtet sie aber diesen Ausweg um die Untreue. Und in Konflikte zwischen ihren Begierden und ihrem Pflichtgefühl sucht sie Zuflucht wiederum in der Neurose. Zitat Ende. Auch machte Freud die Erfahrung, dass Frauen die Möglichkeiten, die ihnen eine Psychoanalyse bietet, tendenziell weniger nutzen können als Männer. Eine Frau um die 30 erschreckt, so Freud, häufig durch ihre psychische Starrheit und Unveränderlichkeit. Ihre Libido hat eindeutige Position eingenommen und scheint unfähig, sie gegen andere zu verlassen. Wege zu weiterer Entwicklung ergeben sich nicht. Es ist, als hätte die schwierige Entwicklung zur Weiblichkeit die Möglichkeiten der Person erschöpft. Zitat Ende. Dieses heute noch weiter bestehenden typisch weiblichen Psychopathologien, zum Beispiel Bulimie und Anorexie, die es natürlich auch bei Männern gibt, aber keineswegs vergleichbar mit der Prozentzahl bei Frauen, lassen darauf schließen, dass die inneren Konflikte um Individualität und Rollenkonformität, um Unabhängigkeit und Partnerschaft bzw. Mutterschaft bei Mädchen und Frauen keineswegs überwunden sind. Freuds Theorie der Weiblichkeit bleibt in diesem Punkt von Bedeutung, wenn es darum geht, typisch weibliche psychische Konflikte aufzuspüren, Begriffe dafür zu finden, denn ohne unbewusstes Verdrängung und Masochismus, narzisstische Kränkung geht es nicht, können wir diese nicht reflektieren. Die deutsche Feministin Lena Lindhof fasst Kritik und Erkenntnisgewinn folgendermaßen zusammen. Ich zitiere: Indem Freud den zensierenden Einfluss der sozialen Ordnung auf die kindliche Entwicklung beschreibt, eröffnet er die Möglichkeit einer Infragestellung der bestehenden Formen von Subjektivität und Sexualität, die sich im Zuge dieser Entwicklung herausbilden. Freud selbst zieht diese Konsequenzen nicht. Er macht zwar die Genese des Subjekts sichtbar, aber er stellt diesen Prozess als notwendigen dar. Die patriarchalische Ordnung der Familie und Gesellschaft ist für ihn unhintergehbar. Freud macht damit zur wissenschaftlich fundierten Wahrheit, was in der patriarchalischen Kultur durchaus Wirklichkeit ist oder zumindest sein kann, so Lindhof. Das heißt, hier sehen wir auch eine Parallele zu seinen sonstigen gesellschaftskritischen Ausführungen, wo Freud die Zurichtung des Individuums sehr treffend beschreibt, aber dann einfach nicht als ein historisch gewordenes aufgrund des geltenden Realitätsprinzips, aufgrund der geltenden Herrschaftsformen erkennt, sondern als etwas nicht Abschaffbares postuliert. Vor diesem Hintergrund muss auch Freuds biologistische Annahme
Frauen würden aufgrund des Penisneids bloß ein schwaches Über-Ich ausbilden können, modifiziert werden. Für Freud spielt die Kastrationsangst bei der Über-Ich-Bildung des Knaben ja eine zentrale Rolle. Das Nichtvorhandensein der Kastrationsangst bei Mädchen, da sie in Anbetracht des männlichen Genitals ihre Kastration, wie schon gesagt, als bereits vollzogen anerkennen, lässt hingegen in der Freudschen Erklärung dann eigentlich das wirkliche Motiv für die Über-Ich-Bildung bei Mädchen vermissen. Eine modifizierte Erklärung der Entstehung des weiblichen Über-Ichs könnte dann folgendermaßen lauten. Da Mädchen ihren Müttern unbewusst die Schuld dafür zuschreiben, dass sie sie nicht so mächtig wie die Knaben gemacht haben, und da die Mütter auf die Trennungswünsche der Knaben unwillig reagieren, weil sie unbewusst an den Mädchen stärker festhalten als an den Knaben, wenden sich Mädchen von ihren Müttern ab und suchen in Vätern ihre neuen Liebesobjekte. Damit beginnt die ödipale Phase. Dann kann man aber fragen, ob die Über-Ich-Bildung bei Knaben und Mädchen nicht doch viel ähnlicher verläuft, als Freud annahm. Beide lieben, wenn der positive Ödipus-Komplex dominiert, und das tut er laut Freud nur in, zwar in der Mehrzahl der Fälle, aber in vielen Fällen ist auch eine gleichgeschlechtliche Liebesbeziehung im Ödipus-Komplex möglich. Wenn also der positive Ödipus-Komplex dominiert, dann lieben beide den andersgeschlechtlichen Elternteil, fürchten den gleichgeschlechtlichen und werden von diesem in ihrer sexuellen Erfüllung gehindert. Durch die Bedrohung, die Übermacht des Konkurrenten oder der Konkurrentin werden also beide Kinder gezwungen, die Autorität der Mutter oder des Vaters aus Selbstschutz zu verinnerlichen und sich mit ihr oder ihm zu identifizieren. Falls es also so etwas wie ein schwächeres Über-Ich bei Frauen gibt, entsteht es aus der Identifizierung mit der schwächeren, aber gesellschaftlich bedingten und somit veränderbaren Autorität der Mutter. In unserer Gesellschaft ist aber die Macht der Väter als anerkannte Autoritäten gegenüber der Zeit, in der Freud theoretisch wirkte, deutlich geschwächt. Die Untergrabung der familiären Position des autoritären Vaters thematisierte bereits die kritische Theorie. Adorno betonte ja, ich zitiere, die Menschen sind nicht so autoritätsgebunden, wie noch vor 30 Jahren zu unterstellen war, aus der Identifikation mit der Vaterimago heraus. Zitat Ende. Und Marcuse streicht dann als Grund für diese Veränderung der Bedeutung des Vaters besonders zwei gesellschaftliche Tendenzen hervor. Jetzt kommt ein ausführliches, weil ziemlich plastisch darstellendes Zitat von Herbert Marcuse. Das klassische, also zwei gesellschaftliche Tendenzen, die zu dieser Schwächung der Sachautorität des Vaters führen. Erstens, das klassische psychoanalytische Modell, nach dem der Vater und die vom Vater beherrschte Familie die Agentur psychischer Vergesellschaftung war, wird dadurch entwertet, dass die Gesellschaft, das entstandene Ich, unmittelbar durch Massenmedien, Schul- und Sportgruppen, Banden von Jugendlichen usw. dirigiert. Und zweitens, dieser Verfall der Rolle des Vaters folgt dem Rückgang des privaten und des Familienunternehmens. Der Sohn wird immer unabhängiger vom Vater. Die gesellschaftlich notwendigen Zwänge werden nicht mehr erlernt und verinnerlicht in dem langen Kampf mit dem Vater. Das Ich-Ideal, also der frühe Begriff für das Über-Ich, wird vielmehr dazu gebracht, auf das Ich direkt und von außen einzuwirken, ehe noch das Ich tatsächlich sich als das persönliche und relativ autonome Subjekt der Vermittlung zwischen eigenem Selbst und den anderen herausgebildet hat. Was heißt das? Das Individuum, das einst als Instanz gesehen wurde, die sowohl Unterdrückung als auch Freiheit verinnerlicht, wird durch diese Vergesellschaftung der Vaterrolle der befreienden Aspekte beraubt. Die Familie ist nicht mehr im Idealfall primär die Agentur, die Familie ist nicht mehr die primäre Agentur der Sozialisierung. Die Determination in der Familie ist vielmehr eine negative, so Marcuse. Das Kind lernt, dass nicht der Vater, sondern die Spielgefährten, die Nachbarn, der Anführer der Bande, der Sport, die Leinwand, die Autoritäten für angemessenes Verhalten sind. Aber wichtig dabei ist zu betonen, dass diese väterliche Identität dabei nur in dem Sinne schwindet, als der Vater nicht mehr maßgeblicher Vertreter der Gesellschaft ist. Seine reelle Gewalt über das Kind bleibt dennoch bestehen. So wird das Über-Ich nicht im Konflikt mit der väterlichen Sachautorität konstituiert, die auch das Ich stärkt, sondern von der Gesellschaft stärker aufgepfropft, bevor sich ein relativ autonomes Ich herausbilden kann. Laut Adorno
also Adorno hat das so zusammengefasst, Autorität geht von den Vaterfiguren auf Kollektive, den Big Brother über. Vielleicht ist das bekannt unter dem Begriff der zunehmend vaterlosen Gesellschaft und so weiter. Wenn wir das jetzt auf das Geschlechterverhältnis zurückbeziehen, und das ist mein allerletzter Punkt, für das Geschlechterverhältnis heißt das also, diese Entwicklung zu einer vaterlosen Gesellschaft durch das Abhandenkommen einer Sachautorität führt zu einer zunehmenden Ich-Schwäche. Nach der Verinnerlichung einer rigiden Autorität im Über-Ich, keiner Sachautorität, sondern einer bloß als unverstanden aggressiv auftretenden Autorität im Über-Ich, fehlt dann in großen Teilen die Möglichkeit zu einer idealisierterweise geschützten Ausbildung eines einigermaßen starken Ichs. Gleichzeitig aber, und hier kommt der Clou für das Geschlechterverhältnis, gleichen sich dann die äußeren Autoritäten von Mädchen und Knaben an. Dadurch steigen die Chancen, dass Mädchen nicht die meist noch schwächere mütterliche Autorität verinnerlichen, sondern ebenso wie Knaben sehr früh diesem Einfluss gesellschaftlicher Autoritäten ausgesetzt sind. Mit all den Vor- und Nachteilen dieser zunehmenden Ich-Schwäche, die das mit sich bringt. Dankeschön.